89. Sura, Al-Fajr, die Morgenröte, offenbart zu Mekka. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, bei der Morgenröte und bei den 10 Nächten, und beim Geraden und Ungeraden, und bei der Nacht, wenn sie vergeht, ist hierin ein ausreichender Beweis für einen, der Verstand hat? Hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit den Ad verfuhr, mit Iram, der Säulenreichen, dergleichen nicht erschaffen wurde in anderen Ländern? Und in Thamud, die Felsen im Tal aushöhlten? Und Pharao mit seinen bodenfesten Bauten? Denjenigen, die im Lande gewalttätig waren und dort viel Verderbnis stifteten. Darum ließ dein Herr die Geißel der Strafe auf sie schütten. Wahrlich, dein Herr ist auf der Hut. Wenn aber der Mensch von seinem Herrn geprüft wird, indem er ihm Wohltaten erweist und Gnaden auf ihn häuft, dann sagt er, mein Herr hat mich gewürdigt. Wenn er ihn aber prüft, indem er ihm seine Versorgung verkürzt, dann sagt dieser, mein Herr hat mich erniedrigt. Nein, ihr seid nicht freigebig gegen die Weise und treibt einander nicht an, den Armen zu speisen, und ihr verzehrt das Erbe anderer ganz und gar, und ihr liebt den Reichtum mit übermäßiger Liebe. Nicht aber so, wenn die Erde kurz und klein zermalmt wird und ein Herr kommt und auch die Engel in Reihen auf Reihen kommen und Jehennem an jenem Tag nahegebracht wird. An jenem Tage wird der Mensch bereit sein, sich mahnen zu lassen. Aber was wird ihm dann das Mahnen nutzen? Er wird sagen, oh, hätte ich doch im Voraus für dieses mein Leben Sorge getragen. An jenem Tag wird niemand so bestraft wie er, und niemand wird so festbinden wie er. O ruhige Seele, komm zufrieden zurück zu deinem Herrn, und mit Allahs Wohlgefallen, so schließ dich dem Kreis meiner Diener an und tritt ein in mein Paradies.